Wir freuen uns sehr, heute hier auf der Open Infra Stage von Freifunk sein zu können. Wir sind die Just Humans Assembly mit vollem Namen No Borders, No Nations, Just Humans. Wir sind eine Gruppe von verschiedenen politischen und humanitären Aktivistinnen und Aktivisten aus verschiedenen Organisationen und freuen uns sehr, hier sein zu können auf dem 34C3, um unsere Arbeit ein bisschen zu präsentieren. Generell, wir haben einen Twitter-Feed, in dem wir alle Veranstaltungen, bei denen wir beteiligt sind, ankündigen und nochmal retweeten, zu erreichen unter @justhumans und ganz geschickt das A mit einer 4 vertauscht. Genau, wir wollen uns kurz vorstellen, wer wir sind, und ich würde gleich beginnen. Ich bin Nico und ich bin hier als Aktivist von Solidarity at Sea. Wir sind eine Organisation, die sich gegründet hat oder die aus Menschen besteht, die lange auf dem zentralen Mittelmeer unterwegs waren und mit einem eigenen Rettungsschiff, der Juventa, Menschen aus Seenot gerettet haben und unterstützt haben, und kommen halt aus diesem zivilen Seenotrettungs-Background und sind im Moment gerade, da unser Schiff im August von italienischen Behörden beschlagnahmt wurde, dabei, uns neu zu organisieren und weiter zu gucken, wo Hilfe auf dem Wasser gebraucht wird und wo wir aktiv sein können. Und damit würde ich tatsächlich schon weitergeben zu Sea-Watch. Hallo, ich bin Joshua von Sea-Watch. Wir sind eine Organisation, die zivile Seenotrettung im Mittelmeer macht. Wir haben uns als Aufgabe gesetzt, zu sagen, wir fordern legale und sichere Fluchtwege, und durch die Aktion der zivilen Seenotrettung ist das eine der besten Möglichkeiten, das auch zu zeigen. Zeitgleich operieren wir, also wir operieren mit einem Schiff vor der libyschen Küste und retten da Menschen. Und wir haben seit letztem Jahr auch einen Flieger im Einsatz, die Moonbird, mit der wir quasi zusammen mit der HPI, Humanitarian Pilots Initiative, Menschen quasi mit dem Flugzeug suchen und dann mit dem Schiff retten. Und ja, das ist quasi unsere Aufgabe, und wir freuen uns, hier vor Ort zu sein und uns vorzustellen, und wir würden uns freuen, wenn Leute vorbeikommen und mit uns sprechen und uns Sachen machen. Ja. Hi. Ich bin Bentor von dem Searchwing-Projekt, was an Sea-Watch ein bisschen angegliedert ist. Wir sind so der nerdigere Teil, würde ich mal sagen. Wir bauen nämlich unterstützende technische Geräte für die Sea-Watch. Und zwar im Konkreten handelt es sich dabei um autonome Fluggeräte, die über dem Mittelmeer von den Booten der Sea-Watch aus eingesetzt werden sollen, um die Reichweite der Luftaufklärung bzw. die Reichweite der allgemeinen Seenotaufklärung zu erhöhen. Und zu diesem Zwecke rüsten wir Modellflugzeuge mit Kameras aus und autonomen Bordcomputern, um sie vom Schiff aus zu starten und in Areale zu fliegen, wo Flüchtlinge in Seenot vermutet werden, um festzustellen, ob es Einsatzbedarf gibt. Und wir sind ebenfalls hier mit auch Hardware anwesend, die man sich anschauen kann, und ich würde alle Menschen einladen, die sich interessiert, bei uns vorbeizukommen in dem Assembly, und dann können wir über den technischeren Aspekt des Ganzen gerne diskutieren. Hallo, ich bin Annika vom Medibüro, Medibüro aus Berlin. Das Medibüro gibt es aber in vielen Städten in Deutschland. Genau. Wir behandeln Menschen unentgeltlich, die ansonsten keinerlei Zugang haben zur medizinischen Versorgung in Deutschland. Sprich Menschen, die illegalisiert in Deutschland leben. Genau. Wir machen das, indem wir mit Ärztinnen und Krankenhäusern kooperieren, wo die Menschen hingehen können, sich dort insbesondere unentgeltlich, aber auch sicher behandeln lassen können. Also sprich, dass sie nicht die Informationen nicht weitergeleitet werden an Polizei und Staat. Genau, ich bin auch hier, habe ein paar Flyer mit, ja, und gebe damit weiter. Hello, I'm Munib, part of the Watch the Med Alarm Phone. Watch the Med Alarm Phone is a transnational network run by activists from more than 15 countries in both sides of the Mediterranean. We're like more than 120 volunteers, activists, researchers.
So Watch the Med-Alarm phone is basically a hotline to support rescue at sea. Our main goal is to prevent deaths at sea. We have like a system that we developed by ourselves. We receive calls from migrants distress that they have like issues at sea when they're like doing their trip, and we coordinate with the authorities to prevent any problems during their journey. So we're here in Humans Assembly to talk to see how technology is doing an impact in the migration issue, to see how we can like improve our tools using new technologies to prevent deaths at sea and to find solutions maybe for like our daily work as activists in our field. Hallo, mein Name ist Sarah. Ich komme von der Organisation CADUS aus Berlin. Wir freuen uns auch hier beim Just Humans Assembly mit dabei zu sein. Mit Sea-Watch und dem Human Pilots Initiative haben wir auch zusammen Seenotrettung 2017. Da waren wir auch dran beteiligt sozusagen. Aber das hauptsächliche aktuelle Projekt ist ein mobiles Krankenhaus, was im Einsatz war im Nordirak. Oder jetzt noch ist. Gegen Ende des Jahres wird das Projekt abgeschlossen. Wir haben das selber finanziert mit privaten Unterstützern und privaten Spenden. Wir sind unabhängig und haben aus einem alten LKW ein mobiles Krankenhaus gebaut. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen und uns austauschen zu können. Ganz besonders, weil wir jetzt am Holzmarkt in Berlin den ersten europäischen Crisis Response Makerspace, also ein Makerspace im Bereich humanitäre Hilfe haben. Haben auch also Projekte laufen, in Zusammenarbeit mit der HTW und der Beuth-Hochschule, wo es zum Beispiel darum geht, Vitalparametermessung, also diese Geräte, wo alles gemessen wird, was man eben braucht, um lebendig zu sein, Herz, Atem und so weiter. Wie kann man die einsatzfähig machen und reparieren und warten, auch im Einsatzgebiet, wo starke Hitze herrscht zum Beispiel, ne? Wo man nicht mal einfach so einen Kundendienst anrufen kann. Solche Sachen machen wir auch. Geplant sind auch Projekte zur Telemedizin, also Diagnose in Gebieten, auch offline, wo kein Internet ist, mit Tablets oder Technik gestützt. Wir freuen uns da sehr auf einen Austausch und vielleicht Lösungen für technische Probleme der humanitären Hilfe, vor denen wir immer wieder stehen, weil wir alles selbst machen, uns ausdenken und mit vielen, Forschenden, Studierenden, Freiwilligen, Ärzten, Technikern, Logistikern arbeiten. Ja, vielen Dank. Genau, das war so der schnelle Einblick in unsere Assembly, wer wir alle sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn Leute vorbeikommen. Wir haben noch verschiedene Talks, offiziellere. Auf den offiziellen 34C3 Bühnen haben wir zum Beispiel morgen über die Seizure of the Juventa, also wie die Italiener uns das Schiff geklaut haben, einen Vortrag. Ihr findet sie alle noch im Netz und auf Twitter und kommt gerne vorbei in Halle 2 bei dem großen Fluchtwege Freihalten-Schild. Sprecht mit uns, tretet in Kontakt, macht's auch gerne digital. Wir würden uns sehr freuen.